Eigentlich begann die Entwicklung der Augmented Reality als Hightech-Anwendung im industriellen Komplex. Hier ein Beispiel der Firma Kolbus. Montage der Buchbindereimaschinen mit virtueller Hilfe am Bildschirm. Ein Pilotprojekt in Kooperation mit dem Fraunhofer Institut für Fabrikbetrieb und Automatisierung. Doch in der Industrie geht es mit der gemischten Realität eher langsam voran. Ganz anders im Massenmarkt. Erste Vorboten der Entwicklung sehen wir schon heute. Portale besitzen beispielsweise Apps mit sogenannten Location-Based Services, kurz LBS. Sie blenden standortbasiert weitere Zusatzinfos virtuell ein. Junayo ist eine solche App für unterschiedliche Handybetriebssysteme und seit 2012 am Markt. Hinter der Plattform steht Metaio. Die Firma ist seit 10 Jahren im AR-Sektor tätig und gehört zu den Pionieren dieser Technologie. Auch im Fraunhofer Institut für grafische Datenverarbeitung arbeitet man an einer Pilotanwendung. Gemeinsam mit Darmstadt Marketing kann der Besucher der Darmstädter Mathildenhöhe mit der Darsein-App seit Juni 2012 in die Geschichte eintauchen. Darsein ist als interaktive Zeitreise des Olbrichhauses mit seiner interessanten Geschichte konzipiert, in der Vergangenheit und Gegenwart miteinander verschmelzen.